So, Einsatzanzeige, Tankstelle 23, hat jemand mit Falschgeld bezahlt. Er ist weitergefahren, Kennzeichen 01YD2S525. Bei der 0 könnte sich auch um einen Uhr handeln, Channel 1. An Zentrale habe das Fahrzeug über das AMCR strecken können. Es handelt sich hier aber um ein Fahrzeug namens Zentrale. Wurde geblitzt in der Westlichen Boulevard. Die Cops. Da waren welche. Zweimal sind die Cops jetzt an mir vorbeigefahren. Ups. Ich dachte echt, der schafft das noch. An Zentrale habe das Fahrzeug soeben hier auf der E. Joshua Road gestoppt. In der Mitte von der 882 und 883 bei dem Mechanikfahr Nummer 9. Ich werde jetzt Verkehrsstopp machen. Meine Fresse, Digga, wieso hält der mich denn an, ey? Oh, nee. Guten Tag, der Herr. Einmal bitte Fahrzeug. Ey, Alter, Digga, was los? Einmal bitte Motor stoppen. Ja, Moment, Digga. Motor stoppen. So, Digga. Und einmal aussteigen. Warum? Aussteigen. Warum denn? Einmal wieder aussteigen. Hab ich was verbrochen, Digga? Ja. Was denn, Alter, Digga? Aussteigen jetzt. Jawohl. So. Digga, was ist los? Steigen Sie einmal bitte in das Fahrzeug. So, der Herr. Guten Tag. So. So, Digga, was? Aber bitte da zum Sound. Das heißt nicht, Digga, was? Das heißt, ja, bitte. Was bitte, so. Digga? User left your channel. Das ist ihr Auto, ja? Jawohl, Digga. Was hab ich gerade dazu gesagt? Was denn, Digga? Ey. Kennst mich nicht mit dem Rapper, Junge, Digga, Alter. Wir reden immer so, Digga. Das ist auch derjenige, der gerade in zwei Tankstellen überfallen hat. Nein, nicht überfallen hat, sondern mit Falschgeld bezahlt hat, oder? Was? Mit Falschgeld? Digga, ja, was soll das für Scheiße sein? Ich bezahle doch nicht mit Falschgeld, Digga. Einmal mit Umdrehen, ich würde sie einmal gerne durchsuchen. Ja, Digga. Haben Sie irgendwelche spitzen Gegenstände dabei? Die ich mich verletzen könnte, wenn ich sie jetzt untersuche? Ja, Digga. Was haben Sie dabei? Ich hab ein Springmesser dabei, Digga.
Okay. Shiny kann nur reinkommen. Braucht ihr noch Verstärkung? So negativ. Ah, hab ich da gerade, was ist das? Haben sie ein Kondom in der Tasche oder was? Ja, warum nicht, Digga? Guck mich an! Alles klar, ich hab das Springmesser. Kann mich nicht retten vor Frauen, Digga. So. Dann guck ich nochmal weiter. Also, ich schmeiß das Kondom mal raus. Springmesser habe ich. Warum sind sie hier mit so vielen Polizisten, Digga? Was habe ich verbrochen, Digga? Hier ist ein Ausweis, den guck ich mir gleich an. Und hinter der Hosentasche. Oh, was ist das und denn? Und Sitz. Ach, was? Was denn? Was ist das hier für eine Tüte? Gras, oder? Eigenbedarf, so nur ein paar Gramm. Gut, ich werde einmal ganz kurz hier raus was mal angucken. Und dann Sitz, nope. So, die sind... Sollen Sido Rap sein, ist das richtig? Ich bin Sido Rap, der Rapper hier. Wir stehen oben mit Tonnen und sind voll die Monster-Gangster, Digga, und ich steche alle ab, Alter, Digga. Oder was, Digga? Wollen Sie Autogramm? Was ist denn hier los? Bin ich ein Schwerverbrecher, Digga? Digga, bin ich Schwerversprecher? Ich komme aus Dortmund. Da hätte ich gerne mal die Frage, was Sie hier denn oben zu suchen haben. Ich habe einen Kumpel besucht, Digga. Wo denn Ihr Kumpel? Servus. Der Kumpel wohnt in der City, Digga. Den hab ich eine Platte verkauft, Digga. Ein Sammlerstück. Von denen hab ich das Geld bekommen, Digga. Einmal mal reingucken. Alter, wenn du sollst, einmal reingucken. Hallo, Kollege. Da ist eine Tasche drin. Da ist Geld drin. Ob das was wir suchen ist, weiß ich nicht. Was hat der für eine Maschine in dem Oldtimer? Habt ihr schon alles gemacht? Alkohol und so? Nein, haben wir noch nicht. Also, mach ich das mal. Oh, guten Tag, Oberhaus, mein Name. Guten Tag, Digga. Was geht ab, Digga? Einmal umdrehen, bitte, und einmal hier reinpusten. Warum? Ich würde gerne einmal einen Test machen, ob sie Alkohol getrunken haben. Sullivan, guck mal im Code. Was ist denn das für ein Ding? Bitte? Da müssen sie reinpusten. Ach, und dann wird mir angezeigt, wie viel Alkohol sie getrunken haben. Ja, ich trinke doch keinen Alkohol, Digga. Pusten einmal bitte hier rein. Okay, Digga. Reicht schon. 0,6. Ist doch okay, Digga, oder nicht, Digga? Also, ab 0,5 ist ein Bußgeldverfahren. Ach, Digga, ich bin Rapper, ich hab doch die Kohle, Digga. Und der Führerschein ist weg. Bei 0,6 Promille, Digga? Ja, ab 0,5 ist der Führerschein Monat weg. Aber was? Auch wenn man schon jahrelang Führerschein hat, Digga? Das interessiert doch überhaupt nicht. Da können sie auch 60 Jahre Führerschein haben und auch noch nie einen Unfall gebaut haben, dann ist ihr Führerschein weg. Mann, wie sich die Zeit verändert, Digga. War das schon immer so, Digga? Das war schon immer so. Was, Alter? Willst du mich verarschen? 0,8, als ich als Polizist angefangen habe, aber es ist jetzt 0,5. Da wusste ich doch. Wie sie sich verhalten haben. Wie? Sie sind durch die Gegend gerast wie ein Irrer. Sie sind ein Dutzendmal geblitzt worden. Ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen, wo sie überall geblitzt worden sind. Da kriegen sie sowieso noch Post. So, ich bin bei jeder Ampel angehalten, Digga. Pass es auf. Habt ihr irgendwas Besonderes in seinem Fahrzeug entdeckt gehabt? Im Kotflügel, im rechten. Im Päckchen Marihuana. Im Kofferraum eine Tasche mit Geld drin und das Geld ist, was wir suchen, das stellt sich noch raus. Was, Digga? Ich rede jetzt. Im Handschuhfach ist nichts, unter den Sitzen auch nicht. Gut. So, Sie sind Verdächtiger einer Straftat. Wie, was denn, Digga? Und aus diesem Grund werden wir sie einmal mitnehmen. Warum? Was, Digga? Ja, ich. Sie sind Verdächtiger einer Straftat. Was? Ja, ich möchte gern wissen, was los ist. Hallo. Ja. Auf Altgeldscheinen sind dieselbe Seriennummer drauf. Was für Falschgeld denn? Auf allen Geldscheinen, jeder Geldschein hat dieselbe Seriennummer. Dann belehren wir ihn noch, ne? Da kann man auch im Fahrzeug machen. Ich hatte bis vor 3 Stunden noch kein Bargeld bei mir. Dann habe ich meinen Kumpel eine alte Schallplatte verkauft und der hat mir Geld gegeben. Und mit dem Geld, das Geld habe ich zum Tanken benutzt, Digga. Wer nimmt ihn mit? Wie heißt denn Ihr Kollege? Sehr hart. Nachname. Sehr hart, okay.
Gülchen. Wo wohnt er? Ja, hier in Hamburg. Ja, wo in Hamburg? Ja, in der City, da irgend so ein Apartment. Hier macht er schon. Ja. Sullivan? Ja. Sullivan, sieht was wollen wir ihn mitnehmen? Aber wir sollen doch nicht mit Spaßgeld, Digga. Nein. Mit Falschgeld. Nimmst du ihn mit oder sollen wir den mitnehmen? Ich will einen Anwalt, Digga. Gut, schaffen wir es alleine ohne Handschellen oder müssen wir sie anlegen? Ich gehe auch so mit, Digga. So, ich fahr das Fahrzeug einmal um. Sind die Schlüssel drinne? Ja. Ja, der Schlüssel steckt, Digga. Dann kommen sie aber okay, mit, bitte. Dann kommen sie bitte mal mit, drüben zum Mercedes. Ach, so eine Scheiße, Digga. Ich dachte, ich verkaufe eine schöne Schallplatte, krieg ein paar Code, bisschen Euronen dafür und dann, Digga. Nur eine Scheiße, ja, Digga. Jetzt hör mal auf mit deinem Digga. Und was denn, Digga? Das ist normal bei uns, Digga. Setz dich hinten in den Wagen. Welche Seite, Digga? Hinten rein. Hinten reinsetzen. Setz du dich. Hat der dir was zu der Anschrift von seinem Kollegen da gesagt? Müsste ich gar nicht hinten zu ihm sein. Sein soll. Ja, dann gucken der David und ich einmal nach. Ist das zum Kotzen, Alter? So, die Kollegen kümmern sich jetzt um den, so, aber bitte der ihm das Geld bringen, ja? Scheinbar gegeben hat. Wird sich denn gut um ein Auto gekümmert, Digga? Ja. Da kümmern sich die Kollegen. Aber bitte zur Hauptzentrale bringen. Sehr freundlich, Alter. Ja. Wir geben euch Begleitschutz. Weil einfach nur bei die gleiche Richtung müssen. Kommt ein Großeinsatz der Polizei, Digga. Ach, ich will einen Anwalt, ne, Alter, Digga? Ja, können die sich schaffen, wenn sie keinen sich nehmen. Kann doch nicht sein, dass mir sowas unterstellt wird, Digga. Ich mach hier voll den geilen Rap und alles, verdiene ehrlich meine Kohle. Völlig egal, man hat an ihrem Wagen Marihuana gefunden, das ist hier in Deutschland nicht erlaubt. Was ich da ist, ein paar Gramm so Eigenbedarf oder nicht? Das können sie in Holland machen. In Holland ist das okay, hier in Deutschland ist das nicht erlaubt. Gar nichts, 0 Gramm? Nein. Nicht ein einzigen Gramm, nicht 0,00001 Gramm. Nein. Der Besitz, der Vertrieb, der Verkauf, Ankauf, also es ist illegal, ja? Den Paragraphen weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ich bin ja kein Anwalt. Aber in Deutschland ist das absolut illegal. Bei denen, sie haben ein und das Geld, was sie, und das Geld, was sie da hatten. Das habe ich auf den ersten Blick gesehen. Das haben alles dieselbe Seriennummer. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet, Digga. Ich habe das Geld angenommen, Alter, und dann... Ach, danke. Wissen Sie soweit Bescheid mit dem Anwalt oder muss ich Ihnen das nochmal erklären? Können Ihren Anwalt anrufen. Also... Sie können sich einen Anwalt selber beschaffen, wenn Sie das nicht tun, dann kriegen Sie von uns eingestellt. Haben Sie das verstanden? Ja, ich habe sowieso den besten Anwalt. Dr. Joachim Gerner. Dr. Joachim Gerner. Ach, man kann sich's leisten, ja? Ja, natürlich, ich bin auch Gangster-Rapper. Dann kennen Sie doch bestimmt den Bra-Kapital. Ja, den kenne ich, der kann gar nichts. Da bin ich viel besser, ey. Wir betteln uns ja immer alle, weil wir so eine geilen Gangster-Rapper sind. Ah ja. Oder schaffen wir es jetzt gleich alleine, ins Präsidium reinzugehen? Ja, natürlich, ich bin doch kein Schwerverbrecher, Digga. Und dann können sie einmal aussteigen. Einmal raus, bitte. So. Einmal mitkommen. So. Nach ihm. Bitte in den Verhörungsraum erstmal. Was ist das seine Aussage? Bin wir jetzt guter Kopf, böser Kopf? Bitte? Wer du oder was? Ja, weiß ich nicht. Wie wär's denn er den Bösen macht? Der Smith, weil andere müssen sich so verstellen. Er kann einfach bleiben, wie er ist. So, einmal hierher bitte. Einmal hier. Ist hier links frei? Ja, links ist frei. Einmal hier rein bitte.
Aber gleich okay. Die Kriminalpolizei noch mit ihnen beschäftigen. So, Herr was Smith? Haben sie ja, ne? Herr Smith, ja, Digga. Nicht auf, ne? Ja, gut. So, Digga, du tippst alles ein. Smith macht das, ja. Also. So, der Herr. Wir gehen dann wieder auf Streife. Ich werde Ihnen gleich einmal ganz kurz die Zettel geben. Da schreiben Sie bitte, notieren Sie sich alle eine Aussage bezüglich der Ereignisse, die Ihnen gerade vorgefallen sind. Ich möchte von Ihnen einmal wissen, was genau da jetzt vorgefallen ist mit dem Falschgeld, was zweimal bereits gemeldet worden ist. Von zwei verschiedenen Tankstellen. Okay, Digga, aber beim Schwarzen, bei diesem Falschgeld. Ohne Digga, bitte. Denn wenn sie weiterhin mit Digga kommen, dann wird das normal anders. Ey, da muss ich mich komplett umstellen, Alter. Das ist voll die Angewohnheit, Digga. Oh, sorry, Digga, Alter. Ey, das ist ein Kotzen, Digga. Oh, schon wieder Digga, Alter. Ja, red. Dann einfach. Ja, Digga. Ich will mich zum zum Falschgeld nicht äußern, Digga, weil ich warte auf meinen Anwalt, Digga, weil das ist mir komplett neu, dass ich damit Falschgeld bezahlt habe, Digga. Also einen Anwalt haben, ja? Natürlich. Und Sie haben einen Anwalt, ja? Ja, Dr. Joachim Gerner. Ja. Gut, zum Thema Falschgeld machen wir dann alles wie folgt. Wir haben Ihre Personalien, somit auch Ihre Wohnadresse. Ja. Ja, wir werden dort auf jeden Fall nochmal Post an Sie senden, wo nochmal alles draufsteht, wie das Verfahren dann sein wird. Darf ich eine rauchen, Digga? Nein. Oh. Da sind wir nicht bei Ihnen zu Hause, ja? Da rauche ich auch nicht, rauche ich draußen. Herr Smith? Wir haben den Anwalt von dem Herrn kontaktiert, der dürfte gleich eintreffen. Achso. Ja, okay. Dann schick ihn gleich ran. Gut. Also Sie wollen sich dazu jetzt nicht äußern, ja? Nee, Digga. Gut, ich wollte trotzdem. Ja, dann werden wir nämlich nochmal Ihren Freund einmal gleich kontaktieren. Was sich da mit den Falschschädern auf sich hat. Die Aussage von ja, keine Ahnung, ob der da, keine Ahnung, ob der da ist. Der wollte heute noch wieder verreisen. Der wollte heute noch nach New York wieder hin. Ja, mal schauen, ob er überhaupt nach New York gerade kommt. Ich weiß nicht, ob er schon weg ist. Es ist ja schon 3 Stunden her, als ich da war, Digga. War aber morgens, ne? Gut, da warten wir eben auf Ihren Anwalt, ja? Ja. Ja. Ich nehme ihn in Empfang. Ey, jemand da, Digga? Ja. Wann kommt denn der Anwalt, Digga? Bin nach Hause. Bin auch schon über die Next Topmodel gucken, Digga. Ja. Müssen wir noch ein bisschen warten. Gut. Ich hab einen Termin, ich muss mich nach oben absprechen mit dem Mann. User joined your channel. Guten Tag. Jo, wie man denn das? Abend. Sind Sie der Anwalt? Ja. Dann folgen Sie mir wieder einmal. Einmal hier die Treppen runter. Schönen guten Tag. Tag. Schöne Schicht noch. Danke, gleichfalls. Warum werde ich mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt? Ja, das können Sie mal Ihren Mandanten. Mandanten fragen. So, einmal hier die Tür hier. Oh, guten Tag, Kippe weg hier. Hallo. Guten Tag, Herr Dr. Gerner. Digga. Die unterstellen mir hier, dass ich mit Falschgeld Sachen meine Tankrechnung bezahlt habe und dass ich Falschgeld im Kofferraum hatte. Ich möchte mich gerne mit meinem Mandanten unterhalten. Alles klar, komm. Also für mich nachher der absolute Schwachsinn. Das geht nicht. Ich mache mir hier schon Notizen. Also.
Dein Vater hat mich gerade angerufen, dass du hier in der Arrestzelle sitzt. Was ist hier los? Wie, du weißt denn mein Alter davon, Digga? Ich schätze mal, du hast ihn angerufen. Oh, scheiße, stimmt. Ja, was hier los ist? Ich habe mir von Serhat habe ich eine Platte verkauft. Der wollte schon immer die eine Schallplatte von mir haben. So, bin ich extra hier hingekommen, nach Hamburg. Hat er gesagt, das ist erzeilig, weil er heute noch nach New York will. Und dann habe ich ihm die Platte verkauft, Alter, und dann hat er mir sein Geld gegeben. Vorher hatte ich kein Bargeld bei mir. So, und dann musste ich tanken und hab dann damit die Tankrechnung bezahlt, Digga. Ja, und dann auf einmal war die Polizei hinter mir her, weil, und angeblich ist das Falschgeld, Digga. Ich hab sonst nichts gemacht, Digga. Das war ein ganz normaler Tag für mich, Digga. Einen Moment, ich muss mich mal mit den Beamten absprechen. Jo, ich geh einmal zu ihm. 20 Minuten später. Ja, gerne, Digga. Was wird mir denn jetzt vorgeworfen, Alter? Alkohol am Steuer, Drogenbesitz und Raserei. Wieso Raserei? Also so wie ich das gehört habe. Ach, hier ist ein Mikro, wofür renne ich eigentlich darüber? Hallo, hören Sie mich? Jo. Wie oft wurde mein Mandant geblitzt? 25 Mal. Genau, und das dann mehr als die gegebene. Das ist Schwachsinn. Ich bin bei jeder Ampel angehalten. 20 Mal? Ich bin bei jeder Ampel angehalten, Digga. Wir haben 25 Fotos von Ihnen, also. Ja, vielleicht, weil Sie mich gesucht haben zur Ortung oder sowas. Ich bin noch kein Verkehrsraudi, Digga. 25 Mal. Wegen Rotlichtverstoß, wegen Überhöhung. Nee, ich bin bei jeder Ampel angehalten. Ich kaufe mir da bald eine Dashcam, die das alles belegen kann. Das ist ja unglaublich. Eine Dashcam nützt Ihnen vor Gericht auch nichts. Ich bin bei jeder verkackten Ampel angehalten, Digga. Wozu halte ich denn bei den Ampeln an, Digga? Zum Spaß oder was, Alter? Und was ist das mit dem Alkohol? Das waren 0,6 Promille, das ist 0,1 Promille drüber, davon bin ich doch nicht voll bis Oberkante Unterkiefer, Digga. Das ist doch kein Verbrechen. Klar ist das vielleicht scheiße, das sehe ich auch ein, wenn mein Lappen weg ist, aber ich bin doch kein Monster, Digga. Eine Frage einmal hier in den Raum, wie wollen Sie sich dann diese 25 Fotos erklären? Ja, der muss das System von der Polizei scheiße sein, Digga. Aber ich bin nicht bei den Ampeln rübergebrettert. Vor mir standen immer Autos. Wie sollte das denn funktionieren? Auf den Fotos ganz klar zu sehen, wie sie über Rot und über die Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich drüber gefahren. Ein Skandal ist das. Da lege ich Einspruch ein. Das ist ein Skandal. Das machen, das wird Ihnen nichts bringen. Wir haben keinen Beweis dafür. Doch, habe ich. Den haben wir schon. Ich habe meine Gummipuppe im Auto. Man hat die ja vorher rausgeschmissen. Was? Scheiße. Was? Es ist jetzt. Morgens 8 Uhr. Ich bin seit 4 Stunden auf, weil Sie zum wiederholten Male Mist gebaut haben. Und es ist jetzt das gezählt 1000. Mal, dass ich Sie bei der Polizei raushaue. Das ist doch gar nicht das dritte Mal, Digga. Ja. Wissen Sie was? Die Herren haben völlig recht. Können 24 Stunden hier in der Ausnüchterungszelle verbringen und sich in Rausch ausschlafen und mal überlegen. Wegen 0,6 Promille, Digga? Bleibt ihr beide in meinem Raum, ich mach das. Ich sorg dafür, dass mein Vater sie entlässt, dass er sie feuert. Komm, sag mal, nicht, dass das jetzt eskaliert hier. Bitte einmal hinterher. Sie können den jungen Mann in die Ausnüchterungszelle bringen lassen, also. Der sieht so nichts ein. Dann komm, sag mal mit, bitte. Der sieht überhaupt nicht ein, was läuft. Mhm. Und ich werde auch seinem Vater darüber Bericht erstatten. Ich bin noch kooperativ und sage, was Sache ist, ich gestehe und jetzt macht ihr hier so eine Scheiße mit mir, nur weil ich schwarz bin oder was, ihr Sch. Nix Rassisten hier. Natürlich. Hören Sie mal, ich schließe kurz ab. Gut, Da sind jetzt ist abgeschlossen. 20 Stunden. Und fucking glaublich, ja, ihr werdet noch alle von mir hören, ey. Ja, das glaube ich. Ihr kommt immer im nächsten Lied vor.
Ich glaube, die Lieder können sich jetzt schön in der Zelle alle ausdenken. Ja, mach ich auch.